Hallo und willkommen zurück, liebe Pokémon-Freunde. Da hat das Programm schon mal wieder rumgespackt und deswegen werde ich wahrscheinlich erst ab Sekunde 2 Hallo gesagt haben. Ich hoffe, ihr könnt es mir verzeihen. Wir sind weiterhin auf der MSN unterwegs und treffen gleich auf einen alten Bekannten. Sieh an, Hube. Ich wusste, ich würde dich hier treffen. Hube, hat man dich tatsächlich eingeladen? Wie kommst du mit deinem Pokédex voran? Ich habe bereits 40 verschiedene Pokémon gefangen. Es gibt eine riesige Vielfalt an Pokémon. Versuche dein Glück in hohem Gras. Junge, ich versuche mein Glück gleich in deinem Face. 40 Pokémon gefangen, 4 dabei. Seems so fucking legit. Ich gehe halt nach Qualität statt Quantität und deswegen... Pichu! ich würde fast sagen, wir tauschen gegen Yammer. Allein schon wegen dem Element. Nidoqueen ist ja, wie wir wohl wissen, Erdegift. Und wenn wir etwas Glück haben, dann wird dadurch, dass sie eben das Element Erde hat, unser Rasierblatt erheblichen Damage drücken. Naja, erheblich ist was anderes. Gift hebt das scheinbar wieder auf, aber das macht nichts. Denn wir kriegen sie definitiv down. Könnte höchstens noch eine fiese Sache von wegen Paralyse kommen, nur auch das nicht. Also alles perfekt gelaufen. Sehr schön. Zack. Die Frau geritzt. Was fies. Hast 400 Erfahrungspunkte, obwohl gesplittet. Das ist geil. Ninkada. Ninkada wäre ein Fall für unseren Arnor. Aber natürlich hauen wir erst Kingy wieder rein, damit er seine Erfahrung bekommt. Coolerweise könnten wir sogar davor nochmal paralysieren, also vor dem Wechsel. Das ist mein Schwächling, Alter, ganz ehrlich. Oh, es hat keine Wirkung auf den. Hey, du ahnst es nicht. Naja gut, Müllnummerrunde. Denn auch der Härtner hat nun wirklich gar nichts gebracht. Flugscheißer würden jetzt behaupten, doch, die Verteidigung hat sie erhöht. Da ist unserem Arnor scheißegal. Der schmilzt das Vieh einfach mal kaputt. Härte dich so viel du willst, Junge. Und ein One-Hit, wer hätte es gedacht? Und somit hatte ich recht und es hat nichts gebracht, dass er sich gehärtet hat. 111, das ist ja ein Witz. Ein Onyx! Ja, da komm. Ganz ehrlich, setzen wir gleich unseren Yammer ein. Was soll's. Ein paar Erfahrungspunkte schenke ich uns da. Und der hat wirklich jedes Mal andere Pokémon. Also stimmt seine Theorie mit den 40 verschiedenen vielleicht ja doch. Und das auch Sinn macht, ey. Dass Pflanzen Steine kaputt machen. Naja. Wasser macht ja irgendwo noch Sinn. Steht da Tropfen, hüllt den Stein. Und es ist wirklich so, dass Wasser das irgendwann mal kaputt kriegt. Aber so. Jetzt Kingy gar nicht wegen der Erfahrung, sondern da können wir wirklich mal die Dönerwelle einsetzen, um zu paralysieren. Ich hasse sein Pixie, ey. Scheiß Gesang und all so ein Dreck. Oh, weißt du was, vielleicht werde ich ihn demütigen und es einfach mal versuchen, mit Kingy zu besiegen. Oh, supi. Denn A, können wir ja paralysieren. Und B, weil es verschiedene Geschlechter sind, können wir den Charme mal spielen lassen. Vielleicht greift er uns jetzt nie an. Ach so, dann sinkt nur der Angriff. Ich dachte, das wäre so verliebt sich und greift deswegen nicht an, gedöns. Der Fluchtwert steigt, also brauche ich es mit Mega-Hit erst gar nicht versuchen. Oh ja, nee, das passt schon. Wir tauschen gegen Yammer. In der Hoffnung, dass das Rasierblatt trotzdem trifft, obwohl er sich zweimal komprimiert hat, der Spacko. Oh, Gott sei Dank. Habe ich jetzt gerade gar keinen Bock drauf. Wäre dann so ein Match. Oh, ja, fuck off, Junge. Der eine kann ich attackieren, weil er paralysiert ist, der andere kann ich attackieren, weil er schläft. Mann, dass ich auch jedes Mal drei Pokémon gegen den Spacko brauche, weil es sonst einfach viel zu nervig wäre.
Duplexi. Was im Grunde genommen nichts anderes ist als eine Aneinanderreihung von Ohrfeigen. Nichts anderes. Jawoll, ja. Jetzt noch eine Glut hinterher. Dann war's das hoffentlich. Er trifft mich. Doch! Bester Mann, Ador. Und dann noch ein Volltreffer. Saugeil. 183 fürs ganze Team. Da kann ich mit leben. Mist. Naja. Wenigstens trainierst du deine Pokémon. Natürlich tue ich das. Ich bin ja kein Sammler, ich bin ein Jäger. Es soll angeblich ein großer Meister im Umgang mit dem Zerschneider an Bord sein. Aber der war nur ein siegkränker alter Mann. Der Zerschneider ist äußerst nützlich. Du solltest den alten Mann besuchen. Ciao. Geh, Faggot. Keiner mag dich. Niemand. Also rubbeln wir dem alten Mann mal den Rücken. Es geht mir gar nicht gut. Rubbelschrub. Oh Mann. Ah, oh, ich danke dir. Es geht mir schon viel besser. Möchtest du den Umgang mit dem Zerschneider lernen? Ich könnte es dir beibringen, aber mir ist so übel. Genau, nimm einfach das hier. Damit bringst du dein Pokémon den Umgang mit dem Zerschneider ganz leicht bei. Und ich bin auch am Überlegen, wer den Zerschneider bekommt. Weil, ja, wenn du ihn einsetzt, kannst du kleine Bäume fällen. Gleich in Orania City. Ist ja eine VM und eine VM ist nicht so einfach wie der Verlernt, wie ein normaler Skill. Und es nimmt halt einen Platz weg. Attackentechnisch. Ich bin gerade am Überlegen, es unserem Bisa Knosp beizubringen. Statt dem Egelsamen setzen wir eh nicht mehr so häufig ein. Ansonsten müssten wir uns ein neues Pokémon fangen. Denn hier, Glutexo garantiert nicht. Es wird mal ein mächtiges Glurak und es darf dann solche Pipi-Attacken nicht drauf haben. Anders. Ich glaube, ich mache es statt dem Tackle bei Bisa Knosp. Dann hat der wenigstens eine normale Attacke gegen eine normale Attacke getauscht. Und das ist schon irgendwie... Das passt. Stunden später. Ach ja, wir können ja rennen. Nee, können wir nicht. Aber hier wieder. Gut, nein. Nochmal umentschieden. Wir gehen nochmal in dieses Gebiet hier. Und schauen mal, was es hier so gibt. In der Dickdas-Höhle gibt es ja sonst nur Dickdas und Dickdries. Ich gehe stark davon aus, dass das durch den Randomizer-Effekt jetzt ein bisschen anders aussieht. Und vielleicht finden wir hier irgendwas Cooles, was wir dem Zerschneider beibringen können. Ew. Ein Flummkiefer. What you are, ey. Bitch, please. Sieht ganz so aus, als wäre das ein Fall für unseren Armor. Denn Pflänzchen brennen so schön. Fluchtwert sinkt. Oh, really? Das war eine unnötige Attacke. In der 26, na, geht so. Och Mann, Kingy, warum entwickelst du dich nicht? Kingy, was ist nur los bei dir? Warum willst du nicht besser werden, als du es jetzt schon bist? Warum stehst du auf der Stelle? Ach, Kingy, du bist so ein Noob. Damit meine ich nicht nur unser Pichu. Hallo, Pokémon? What's up? Ach was. Dragossos sind cool. Und dann auch noch männlich. Weißt du was? Das fange ich mir. Viel eher fange ich uns. Später ein Knogger. Das wird wahrscheinlich kein Pokémon, das jetzt für immer in unserem Booster bleibt. Oh, shit, vergessen. Aber egal. Zumindest für kurze Zeit und wäre halt auch in der Arena, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Naja. Töte ihn nur nicht. Gut, einen müssten wir ja noch platzieren können. Wenn das kein Volltreffer wird. Jawohl, ja. Das ist ja im roten Bereich und damit perfekt im Fangbereich auch. Beutelchen? Pokéball fliegt! Oh Mann, ich wusste es. Fist hätte es geklippt. Er hat schon ganz gut Attacken drauf. Knochenkeule, Kopfnuss.
Gut, Silberblick kann man mal vernachlässigen, aber... Mein Gott, ein elementarspezifischer Angriff und ein normaler, das ist nicht verkehrt. Und damit ist Dragosso unser. Wir haben kein Problem mehr mit dem Zerschneider. So ein Pokémon, das wir jetzt mittelfristig im Brewster haben werden. Trägt Schädel, verstorbene Mutter, Perversling. Weißt du, so eine Viecher werden irgendwann mal zu Mördern. Und einen nehmen wir jetzt noch mit und dann geht's erstmal weg. Ach, so ein Vieh wieder. Ja, das ist in Ordnung. Ich will mal sehen, was Kingy sonst alleine so hinkriegt. Mit dem Mega-Hieb. Na, supi. Trugträne? Was ist das denn? Ach ja, auch nur so Angriffe, die irgendwie pimmelig sind. Wow, 3 Lebenspunkte hat Dragosso noch. Ich habe im ersten Moment überlegt, ihn in den Kampf zu schicken, aber... Naja, falls das Ding dann doch einen Angriff drauf haben sollte, das Schaden macht, denn ein Angriff, das Schaden macht, übrigens gut gedeutscht. Einen Angriff, der Schaden produziert, meinte ich selbstverständlich. Ja, 12, das wird ja immer weniger statt mehr. Was ist da denn los? Wahrscheinlich ein geringeres Level gehabt als das davor. Ab ins Pokécenter. Ah, wobei, hier liegt noch ein Item. Das habe ich beim ersten Mal übersehen, ohne Scheiß. AP Plus, cool. Ist dann halt später bei den supermächtigen Attacken natürlich Gold wert. Also Feuersturm kann man ja 5-mal einsetzen höchstens, und das ist ein Witz. Aber durch AP Plus dann etwas häufiger. Also sehr, sehr nützlich. Ach, Joy, was geht? Erzähl mir mal etwas, was ich noch nicht weiß. Meine Pokémon sind wieder topfit, okay? Ich darf jederzeit wieder vorbeikommen. Ja, supi. Danke. Ich hasse sie. Ich hasse sie so dermaßen. Und ich verklick mich hier mal. Verdammte Scheiße. So, wir gehen mal in den Beutel rein. Dann VMT im Box. Und suchen... den Zerschneider. Da ist er. Nee, jetzt kann Dragosso das nicht lernen. Oh, du bist so ein Penner. Ja, dann ist das halt so. Komm, egal. Ich kann mit seinem Knochen nicht zerschneiden. Oh, du Muschi. Ja, hier, Tackle weg. Soll's. Boah, ist eigentlich eine Schande. Maschine bereit, ey, Junge. Kann ja übertreiben, ey. Ist ja fast wie ein heiliges Ritual. So, auf zur Arena. Ich weiß, dass ich den Zerschneider hier einsetzen kann. Oh Mann. In irgendeiner Edition war es dann einfach nur Zerschneider einsetzen? Ja. Oh, die beschissenste Arena. Die allerbeschissenste. Das hier ist kein Spielplatz. Man muss 2 Schalterchen finden. Supi. Matrose Jasmine. Witzig! Ninja-Atom. Kriegen wir den kalt? Ja, wir versuchen zumindest mal die Dönerwelle. Gut. Und schauen mal, was der uns dann Damage drückt. Falls er es tut. Okay. Dann wechseln wir jetzt mal ganz elegant und geschmeidig zu unserem Arnor. Das Ding sieht nämlich definitiv so aus, als wäre es leicht entzündbar. Haha. Ich weiß gar nicht. Mal wieder so eine Sache, die ihr gerne in die Kommentare schreiben könnt. Wenn ich das nicht schon mal gefragt habe und es dementerweise vergessen habe. Die Wahrscheinlichkeit, mit der bei Paralyse nicht attackiert wird. Wie hoch ist die eigentlich? 50% oder so? Also manchmal kommt es mir ja schon ziemlich krass vor. Omod, da wechseln wir dann mal nicht. Weil auch mit einem Blut erledigt. Oder mit einer Blut. Ich hab das heute mit nichts gut gedeutscht. Und bald haben wir ein Glurak. Naja, was heißt bald? 5 Level sind es dann doch noch. Wir sind nicht mal eben mit 3 Kämpfen gemacht. Aber wir krebsen uns da langsam aber sicher ran. Na du,
Ich bin ein Fliegengewicht, aber im Umgang mit Elektrizität bin ich ein Profi. Du bist ein Fliegengewicht. Oh, das, was in deiner Birne drin ist, mein Freund, ist vielleicht das Gewicht einer Fliege. Fallbeat? What? Okay. Altbekanntes Spielchen. Dönerwelle und dann Switch. Schweifglanz? Alter, das klingt mega pervers. Spezialangriff steigt. Aha. Okay. When you say so. Ich hab Angst. Nee, komm. Arno ist die sicherere Wahl. Ja, bescheuert, wenn dann jetzt all unsere Pflanzenattacken nichts bringen und all so ein Kack und bla und blub. Ach, heilen wolltest du dich, du kleiner Pisser. Hier, heil dich mal davon. Paralysiert und verbrannt. Ein schöner Tod. Kingi, hey, Alter. Forstelka. Ja. Wir lassen Yammer mal wieder ran. Er braucht ja auch seine Erfahrung. Sag mir was vom Namen. Ach, das Vieh, scheiße. Ich glaube, dann hätten wir fast unseren Arnor drin lassen müssen. Yo. Ah, ist das ätzend. Und er ist echt unser Carry, würde man jetzt in einem MOBA-Spiel sagen. Denn Dreh- und Angelpunkt, alles steht und fällt mit ihm. Er ist dann doch, ich sag mal, 80% der Fälle derjenige, der halt aufräumt, ne? Der den Kill macht. Und das mit einer simplen kleinen Glut. Yammer hat ein Level Up. Und Arno ist auch schon wieder so bei einem guten Drittel zum nächsten Level. Ein Kurzschluss. Whatever, Homo Bromo. Major Bob war mein Ausbilder. Obgleich ich 8-mal älter bin als er. Geiler Typ. Gentleman Dudley. Ein Xerox. Xerox ist ja so ein bisschen was Metallmäßiges und deswegen kein guter Gegner hier für Kingi, der sich bei Level 25 immer noch nicht entwickelt hat. Dieser blanke Hass. Oh. Ja nun, dann ist das so. Hat er noch mal einen auf die Fresse gekriegt. Wird er schon verdient haben. Oh, da habe ich sogar damit gerechnet, dass es nicht direkt ein One-Hit wird. Aber ich habe Arno unterschätzt. Stopp, du bist so gut. Das ist auch erst das 38. Mal in diesem Spiel, dass ich das von jemandem höre. Nichts, bloß Abfall. Hier ist nichts, bloß Abfall. Hier ist nichts, bloß Abfall. Ich erspare euch jetzt diese eine Zeile und suche fleißig weiter. Ja, hier ist natürlich mal wieder mein Glück, das immer zum Tragen kommt, gefragt. Ja. Ihr merkt schon. Riegel versteckt. So, erstes Schloss wurde entriegelt. Nichts plus Abfall. Jetzt muss ich überlegen, war das so, dass es jetzt trotzdem noch hier ist? Nein. Oh mein Gott. Okay, das kann jetzt eine Stunde dauern, Leute. Ist kein Witz. Denn wie gesagt, ich habe in solchen Sachen mega Unglück. Ja. Ey, das kann's nicht sein. Vor allem jedes Mal muss ich sie fast alle ablaufen. Oh Mann. Ja, der allerletzte. Hä? Ich bin doch alle abgelaufen. What? Okay, ich habe ganz offensichtlich einen einzelnen übersehen. Und der wird sein. Toll. Wow. Okay, Leute, an dieser Stelle das... Weil ich halt auch die Folgen immer nicht so lang machen möchte, erspare ich euch mal kurz. Ich bin dann gleich wieder da, wenn ich die beiden Dinger gefunden habe. So Leute, hat dann doch nicht ganz so lange gedauert. Ich habe mich nämlich daran erinnert,
Der zweite Schalter ist ja immer irgendwo im Dunstkreis des ersten. Und nachdem ich den ersten dann zum dritten Mal gefunden hatte, habe ich das hinbekommen. Hey, Kenny! Was hast du hier verloren? Im Kampf hast du keine große Chance, so viel ist sicher. Lass mich dir etwas erzählen. Während der Pokémon-Feldzüge haben mich meine Elektro-Pokémon gerettet. Sie haben meine Gegner mit Strom paralysiert. Das gleiche steht dir nun bevor. Ja, ja. Pokémon als Kriegswerkzeuge. Das lob ich mir. Das lob ich mir, Major Bob. Dafür gibt's aber ordentlich aufs Maul. Er steht da wie so eine Tucke. Schalocco. Außerdem ist es natürlich Cristiano. Und nicht Bob. Ach, schön. Hier, paralysiert und so, ne? Wie ist's Bescheid? Oh, ist es paralysiert? Kann ich nichts machen? Oh, armes kleines Vieh. Los, ein Dönerschock hinterher. Falter es mit deinen Blitzen, mit deinen mächtigen Blitzen, Kingi. Deinen mächtigen, wenn gleich unentwickelten Blitzen. Was? 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 Und so ein komisches Ding hat seine Paralyse geheilt. Epidermis-Probleme oder so. Endlich hat Kingi auch mal selbst einen Kampf bestritten. Anorith. Warum versuchen wir auch nochmal auf die Gefahr hin jetzt zu sterben? Oh nein. Wobei, das ist glaube ich kein Angriff, der Damage macht. Ach, Stärke der Elektrizität wurde geschwächt. Ist natürlich mega plausibel in einer Donner-Arena. Ach gut. Der Randomizer schlägt mal wieder zu. Wahnsinn. Apropos zuschlagen. Arnor. Go. Töte, zerstöre. Oh, ein Hyperheiler. Dein Ernst? Naja, gut, was soll's. Kann es ja fast egal sein. Der macht halt auch nichts. Der macht nur irgendwelche Buffs und Debuffs und so ein Scheiß. Ach, du kleiner Lappen. Bye, bye. Weberrang. Oh, das waren aber so schwache Viecher. Gut, der Donnertrainer hatte Käfer-Pokémon und die waren alle so mega schlecht. Easy win. Etwas enttäuschend, aber entspannt. 207 Erfahrung und Cristiano ist besiegt. Wow, du weißt, wie man kämpft, Kitty. Als Auszeichnung vielleicht dir den Dönerorden. Mit extra Tzatziki und Zwiebeln, bitte. Initiative der Pokémon erhöht sich. Außerdem können wir jetzt Fliegen einsetzen. Ich bin ein besonderes Kind und bekomme deswegen auch noch TM34. Schockwelle. Ach was. Die Schockwelle ist das für Elektro-Pokémon. Wow. Who would have thought? Möchtest du Zerschneider einsetzen? Ja, möchte ich. Außerdem möchte ich direkt in die nächste Stadt. Hier weiß ich aber gerade gar nicht. Müssen wir nach Osten? Ich glaube, nach Osten können wir nicht, weil da doch das dicke Relaxo rumliegt. Nochmal einen Schritt zurück und nach Safronia? Geht das schon? Ich glaube fast. Und das wäre auch der Ort dann, oder zumindest ganz in der Nähe von dem Ort, wo wir uns einen Dönerstein holen könnten. Oh, hallo Hube, wie geht es dir? Ich bin es, einer von Professor Eichs Assistenten. Hast du bereits einen anderen Assistenten getroffen? Er hatte ein Paket von Professor Eich für dich, Hube. Er sagte, er sucht dich bei Route 2, Hube. Wenn du bei Route 2 bist, Hube, halte nach ihm Ausschau, Hube. Ach was, habe ich tatsächlich übersehen. Den Fagott. Wir gehen jetzt erstmal wieder auf Route 11. Da so ein bisschen vorsichtig, nicht, dass wir in Kämpfe verwickelt werden. Versuche dein Glück gegen mich. Ah ja. Learn to play, Junge. Spieler Jimmy. Und ein Tentacha. Oh, das ist ein schönes Ziel. Los, Kingi. Blitzdings ihn kaputt. Und auch leveltechnisch sind die echt gut machbar. Ich wusste, dass es ein Giftstachel ist und sei vergiftet, bitte. Ja, I love it. Mal wieder so ein rudimentärer Drecksgegner, der eigentlich nichts machen kann, außer dich zu ärgern. Das kann er super gut. Ja, das ist so typisch Pokémon.
Es sind keine Stolpersteine auf dem Weg zur Welt zum Pokémon-Meister, sondern kleine fiese Steinchen, die in einem Schuh drin sind. So, gegen den Penner müsste ich doppelt effektiv sein. Kingi will dich Gift verletzt. Mimimi. Kingi, wie im richtigen Leben, weißt du? Heult immer rum. Zack. Aber elektrisierend ist er ja, der kleine Kingi. Och, entwickel dich doch einfach, du Spacko, bitte. Ich hoffe, wir haben ein Gegengift dabei. Müssten aber eigentlich. Paraheiler, Feuerheiler, natürlich alles Heiler. Nur nichts, was Gift heilt. Oh Mann, irgendeine Kackbeere. Selbstheilung bei Verbrennung, KP um 10. Fuck off. Also zurück ans Pokémon Center. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, er stirbt auf dem Weg. Zum Glück ist er es nicht. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. Ja, ja. Und go back to where we were. Oh, diese Kack-Gift-Pokémon. Ich hasse das wie Hölle. Dreckiger alter Sack. Ach. Ein Gewaldro. Cool. An und für sich. Ich meine, wir haben ja schon ein Pokémon, das sehr ähnlich gestrickt ist. Weiß der nicht sogar... Nee, der müsste auch Pflanze sein. Ja. Merkt man daran, dass Elektroattacken nicht effektiv sind. Und der ist paralysiert. Mal schauen, was der Mega-Hieb so bringt. Jo, das ist cool. Nochmal einer und der dürfte tot sein. Dem hätte man schön den Zerschneider beibringen können. Wirklich. Hm. Naja, Mist. Was willst du machen? Kingi hält 445. Heieiei. Bitte entwickel dich doch. Komm schon, Maga. Alter, wie lange denn noch? Oh, jetzt bin ich aus Versehen auf den Schneller-Mach-Knopf gekommen. Nervensäge. Mantax, selbst wenn das ein männliches gewesen wäre, nicht so mein präferiertes Wasser-Pokémon. Deswegen töten, zerstören, vernichten und einfach weiterlaufen. Am Wegesrand liegen lassen. So mit geixten Augen und so. Oh, so ein kleiner Zwerg. Haha. Oh. Ein Feuer-Pokémon. Die sind ja sonst relativ selten. Also wenn man jetzt so einen Querschnitt bilden würde durch die ganzen Pokémon. Oh, keine Wirkung auf ihn. Die man so findet, sind normale Pokémon und Hybride daraus natürlich die, die man am häufigsten antrifft. Was mache ich denn dann jetzt? Ich weiß schon, was ich mal versuchen werde. Und Feuer-Pokémon sind so meiner Erfahrung nach die seltensten. Gerade so, wenn man die alten Versionen spielt, da hast du echt nicht viel Auswahl. Du findest erst bei Pyro, den siebten Arena-Leiter, vielleicht mal ein Magma. Oh. Selten mal ein Vulcano, respektive Vulpix, je nachdem, welche Edition man spielt. Boah, das ist irgendwie alles nicht so geil gegen ihn. Was ist er denn? Nervensägen-Pokémon. Oh Mann, wie er mich ankotzt, der Junge. Donner, keine Wirkung. Normal und sonst was, alles scheiße gegen ihn. Kann er sogar noch einen Erdangriff drauf. Boah, Nervensäsche. Alter, was war das denn für ein Kratzer bitte mal? Heftiger Shit. Kingi und Arno erhalten ein bisschen was an Erfahrung. Und jetzt schauen wir doch gleich, ob wir hier durchkommen. Da unten ist ein Pokéball. Nein, denn das dicke Relaxo liegt da rum.
Gut, Leute, dann muss ich hier an dieser Stelle die Folge leider beenden. Wir sind schon wieder bei der halben Stunde angekommen. Oh, es vergeht immer wie im Flug. Total geil. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Dabeisein. Und danke fürs nächste Mal einschalten. Das war eine Anspielung. Wir sehen uns. Haut rein.